Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann du ihr gerade dieses Video sieht. wir holen unsere Rivals-Belohnung jetzt erstmal ab, später dann noch die Weekend-League-Belohnung. Heute ohne Facecam, weil ich hier gerade am Tabula Rasa machen bin. Ja, im nächsten Stream wird das Ganze hier auch ein bisschen anders aussehen wieder. Es wird mal wieder Zeit, weil langweilig. So, wir gehen rein, wir holen uns auf jeden Fall die Untrades, haben wir ein paar Packs und hoffentlich gute Spieler dabei. Wir haben auf jeden Fall zwei seltene Spielerpacks, vier Jumbo Premium Gold Packs und zwei Mega Packs. Und die Packs machen wir jetzt auf und dann zeige ich euch später auch auf jeden Fall noch mein Team, so wie es jetzt aussieht. Wir fangen an ganz normal mit den Jumbo Premium Gold Packs. Ich denke mal, so die ein oder andere SPC wird vielleicht noch kommen. Ja, wir gehen rein ohne Schlitz. Aber mit einem Vogt. Vielleicht mache ich sogar noch so ein oder zwei 81er Upgrades dann für später. Gehen wir rein ins nächste. Also hier aus den Packs wenigstens mal ein Schlitz oder so, das wäre schon echt geil. So aus diesen Jumbo Premium Gold Packs wenigstens mal so ein 83er. Das wäre nicht schlecht. Ja, aber es wird zu so. Der wäre sogar einiges wert. So, nächste. Ja, ist wieder keiner. Ah, ich glaube also in diesen Jumbo Premium Gold Packs, ey. Das wird nix. Dirf. Ja, vielleicht noch dahinter. Könnte er sein. Ah, nee. Ja, bleibt ohne Schlitz leider. Skippen wir. Wir haben bis jetzt kein 83 plus. Es wird Zeit, EA. Komm schon. Ja, 83er haben wir schon mal. Schlitz ist am Start. Kein Walkout. Ja, oh na na. 85er ist sehr gut für SPCs. Zwar schwer zu linken, aber wenigstens gutes Rating. Nächste Megapack. Und dann haben wir die 250K-Packs. Ja, auch hier gehen wir durch. Haben einen normalen Walkout. Ja, David. Ne, Isgo. Einmal in 86er. Hoffen wir, dass die 50K-Packs jetzt gleich richtig scheppern. Bitte. Auf geht's. Gib mal eine richtig geile Special Card jetzt. Ja, wir gehen durch. Ohne Walkout. Ja. 83er Bernardeschi. Es gibt so viele Special Karten, EA, ne? Also bitte, komm schon. Gönn jetzt. Ja, geh nochmal durch. Ja, Shapeshifter. Belgien, Mertens. Mertens, das ist okay. 90? Was hat der? 91? 90? 90. 90er Mertens, Shapeshifter, das ist absolut in Ordnung. Wird zwar SBC-Futter werden, leider. Aber eine geile Karte. Haben wir noch was dahinter? Noch ein 87er Delaney. Das ist ein sehr, sehr starkes 50k-Pack, möchte ich sagen. Auf jeden Fall. Nehmen wir gerne mit. So, das waren auf jeden Fall die Division Rivals Belohnung. Ich werde jetzt hier schon mal ein bisschen weitermachen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall, ja, gleich wieder zu den Weekend League Belohnungen. So, da sind wir wieder. Jetzt holen wir noch die Weekend League Rewards ab. Ich hoffe, sie sind da.
Jo, sind sie. Gold 3 wieder aufgehört. Kein Bock mehr gab. Und ja, aber sollte reichen. Bekommen, ich glaube, 2 Megapacks, 1 seltenes Spielerpack, 3000 Münzen und 2 Playerpicks. Sollte passen. Und das holen wir jetzt auch ab. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen mal in Gold 3 was Gescheites. Abfahrt. David. Oder Kruse. David sieht, ja gut, 5 Sterne, schwacher Fuß. Aber wisst ihr was, ich nehme den Kruse mit. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie ich den mal gespielt habe. So, zweiter Player-Pick. Tersting. Oh, und Salvio. Salvio ist natürlich eine geile Karte. Aber ich nehme Tersting mit. Weil den werde ich jetzt nämlich anstelle von Van der Vaart spielen. Van der Sar, so rum. Van der Vaart, ja. Van der Vaart im Tor. So. Wir gehen auf die Packs. Die holen wir jetzt noch. Vielleicht haben wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen Glück. Die sind ja jetzt tradable. Vielleicht können wir noch was verkaufen. Gehen durch. Ja, keine Special. Kein Walkout. Ah, das wird wenigstens. Nee. Boah, Iglesias. Ja, genau. Ja, immerhin 83er. Ist okay. Gute Liga, gute Nation. Ja. Nächste Megapack. Und danach haben wir noch das 50k-Pack. Wir gehen wieder durch. Ja, wir gehen durch mit einer Special. Sehr da, oder? Ja. Ja, sehr nice. Nehmen wir mal mit. Ich denke, 30k wird auch der noch kosten. Na, noch ein 84er Moutinho dahinter. Ja, knapp 30. Kostet er. Aber ist egal, nehmen wir gerne mit. Ein seltenes, zwei Spielerpack, einer selten. Holen wir auch noch schnell ab. Ja. Sherry-Chef. Und Moreno passt. So, und das 50k-Pack. Bitte, EA. Gönn was Gutes in so einem Tradable-Pack. Bitte. Abfahrt. Ja, wir gehen durch. Es wird... ein Headliner. Boah, 84er Kaper. Ja, okay. Da hätte man sich jetzt mehr gewünscht eigentlich. Aber ist okay, komm. Ist eine Special Card, ist eine 84er. Und der Rest, naja. Gut. Also, das soll es gewesen sein von den Packs. Jetzt gehen wir mal aufs Team. Das ist das Team, so wie es jetzt aussieht. Das heißt, hier kommt jetzt noch der gute Ter Stegen rein. Und dann haben wir das auch. Ich denke, das sieht echt spielbar aus. Kann man gehen. De Bruyne habe ich fertig gekriegt. Also 13 Spiele gemacht, 12 Tore, 7 Vorlagen. Mega geile Karte auf jeden Fall. Macht unfassbar viel Spaß. Ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Ich werde versuchen, am Wochenende zu streamen. Ich muss gucken, wie weit ich hier vorankomme. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zu dem einen oder anderen Stream. DX Racer übrigens ist mittlerweile am Start. Der kam gestern. Endlich. Das heißt jetzt auch endlich mal einen gescheiten Stuhl hier. Ja, jetzt muss nur noch der Rest was werden. So, in diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst doch gerne ein Däumchen auf jeden Fall da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was habt ihr gezogen, wen hattet ihr in den Player Picks, wen hattet ihr in den Packs. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt sauber, bye bye.